Und da sind 12 mal 18er Balken. Hauptsache, wir kriegen heute die Balkenlage auf jeden Fall drauf, das wäre das Wichtigste. Sag mal nochmal, wie perfekt gerade der ist, der eine? Ja. Der sieht nice aus, ne? Also wir haben gerade einmal die Abstände ausgemessen zwischen den Balken. Wir müssen uns outen, dass wir ein bisschen dumm sind. Beim ersten Mal hatten wir unsere Rechnung gemacht, da war ein Balken zu wenig drauf. Jetzt haben wir alles nochmal umgerechnet und jetzt haben wir den Balken zu viel. Du eröffnest heute das Video. Ja, moin. Ja. Roman, 28 Jahre alt, gelernter Zimmermann, kann nach eigener Aussage alles, aber nichts perfekt. Bei Ogas Garage sind wir heute. Die Garage wird heute gemacht. Zumindest das Dach. Soweit wir es schaffen, wie das Wetter mitspielt. Müssen wir mal schauen. Sieht nicht so gut aus bisher. Nee. Soll tatsächlich noch regnen, aber... Hoffen wir nicht, ne, dass wir so viel wie möglich schaffen heute. Also, diese Dinger, die Balken, oben drauf. Nachher, also erstmal sind wir zu zweit, nachher kommt noch mein Kumpel hier von gegenüber vorbei. Und das sind 12 mal 18er Balken. Die werden hochkant aufgestellt, also das wird sozusagen hier die Auflagefläche sein. 18 auf 12, jo. Die sind jetzt 6,5 Meter lang. Wir brauchen ungefähr so 5,80 Meter Stücke. Die müssen dann sozusagen hier oben 1 cm rausragen. Und deswegen müssen wir die gleich nochmal zuschneiden. Dann kommen da drauf nochmal Gefällekeile, aber ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen. Wahrscheinlich machen wir heute erstmal nur die Balken drauf. Ja, wie das Wetter mitspielt. Ja, je nachdem, wie das Wetter mitspielt. Und danach sehen wir weiter, ob wir nochmal die Gefällekeile, die liegen da hinten unter der Folie. Da habe ich sozusagen auch noch weitere Balken in verschiedenen Größen, so dass das Gefälle nach hinten hin immer schmaler wird. Kommen wir aber später zu, erkläre ich dann nochmal. So, er ist gelernter Zimmermann. Ja. Also der Richtige für heute. Genau. Hauptsache, wir kriegen heute die Balkenlage auf jeden Fall drauf. Das wäre das Wichtigste. Ich hole gerne mal ein bisschen Werkzeug raus. Dann messen wir gleich mal ein bisschen. Und danach werden die ersten Balken erstmal zugeschnitten. Und danach müssen wir mal gucken, wie wir die ausrichten. Mein Problem ist nämlich, das habe ich glaube ich noch nicht erzählt, diese Wand hier ist 1 cm tiefer als diese Wand. Das heißt, ich habe ein leichtes Gefälle hier in der U-Schale da oben. Und das müssen wir gleich mit irgendwas ausgleichen. Wir packen den Balken erstmal drauf. Und dann müssen wir den auf der Seite ein bisschen unterfüttern, dass er ein bisschen höher kommt und dann später auch in Waage sitzt. Boah. Das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Gut. Das ist kein Problem. Wir haben jetzt hier noch diese Dachpappe. Das ist dieselbe, die hier unter den Ytongstein ist. Die ist quasi übergeblieben damals. Ich hatte 3 Rollen gekauft. Und die benutzen wir jetzt nochmal für die U-Schale obendrauf. Also wir haben ja hier einen Balken auf dieser U-Schale liegen. Auf der U-Schale haben wir auch nochmal einen Balken liegen. Und um das Holz von dem Beton ein bisschen abzutrennen, weil das zwei verschiedene Materialien sind, haben wir jetzt hier diese Dachpappe genommen. Die wird einmal in der Mitte getrennt und dann passt sie genau von der Breite her unter die Dachbalken drunter. So, wir haben gerade das nochmal angezeichnet, der schneidet das jetzt nochmal auf. Dann haben wir 2 und nicht 1. Genau, weil ich habe nicht mehr. Man hätte die natürlich auch breiter machen können, aber dann hätte ich noch was dazu kaufen müssen und da sind jetzt die Reste und dann ist der Scheiß auch weg. Also wir haben jetzt eine Latte angezeichnet. Dieses Stück kommt jetzt weg, da wo das Kreuz ist. Das ist dann quasi die Länge, die hier perfekt drüber passt. Wir wollen das nämlich, oder ich möchte das gerne, dass die Latte da 1 cm rüber ragt und auf der anderen Seite natürlich auch. Und ich habe mir hier heute dieses tolle Stück hier besorgt. Parkside, beste Marke von Lidl. Was, Bruder? Ja, und das Sägeblatt, was dabei war, ist ein bisschen zu kurz. Die sind 12 cm dick. Und das sind keine 12, keine Ahnung, das sind vielleicht 8 cm oder sowas. Ich habe aber noch eine Handkreissäge, die holen wir jetzt einmal raus, machen den ersten Schnitt. Du suchst sie noch? Liegt auf der Werkbank. Nicht ganz die Hälfte. Kann man nicht von der anderen Seite noch mal einen Schnitt machen? Das habe ich ja nicht vor. Ja. Wird vielleicht gerade so passen. Mit Glück. Mit Glück. Na, nicht ganz. Zentimeter dazwischen, ne? Scheiße. Ja. Hat nicht ganz gereicht. Rein. Wird
Wir haben den Balken jetzt draufgelegt. Erstens haben wir ja, wie gesagt, diese Wand ist 1 cm tiefer als diese. Das heißt, wir müssen das jetzt mit der Wasserwaage einmal ausrichten und da unterfüttern. Das zweite Problem ist, dass wir hier zwischen, also dieser Balken hier, der ist nicht perfekt gerade, sondern der ist wie eine Banane. Und der Bogen geht nach oben und dadurch haben wir hier unten einen Spalt. Das würde sich vielleicht mit der Zeit auch ein bisschen durch das Eigengewicht und vom Gewicht des Daches nachher runterdrücken. Aber für den ersten Balken wollen wir jetzt nicht direkt mit sowas hier anfangen. Deswegen haben wir uns jetzt einen hübscheren Balken rausgesucht. Der ist ein bisschen besser, ist nicht wie eine Banane. Der ist auf jeden Fall besser. Der ist besser, das ist gut. Dann kommt der hier als zweites an der Reihe. Das heißt, den machen wir dann als zweiten Balken. Der kommt ungefähr auf diese Höhe. Und hier nehmen wir jetzt einen besseren Balken. Weil der muss hier perfekt aufliegen auf der U-Schale. Und das ist halt kacke, wenn er hier so einen Spalt hat. Das heißt, jetzt nochmal dasselbe Spiel. Einmal schneiden. Den noch darüber packen und den auf die U-Schale. Let's go! Ganz genau. Dafür wurde ja dieses Gerät hier erfunden. Ja. Die Tigersäge, Säbelsäge, wie man sie auch nennen mag. Von Parkseite 40 Euro. Bestes Produkt. Parkseite macht jetzt nur Kooperation mit mir. Das heißt, jetzt erstmal den weg, ne? Den schieben wir gleich erstmal ein bisschen nach hinten. Ja. So, dass wir da entspannt hantieren können und dann schmeißen wir den hoch. Gut. Weil der ist ja, kannst du ja mal gucken, der ist ja so. So ist er viel gerader als der, den wir jetzt oben haben. Keine Banane. Keine Banane auf jeden Fall. Die kann man leichter dann ausnivellieren. Ist nicht gerade. Wir müssen da auf jeden Fall einen halben Zentimeter müssen wir da ungefähr noch unterfüttern. Das sieht so aus, ja. Einen halben, vielleicht sogar einen ganzen Zentimeter, weil das ist ja jetzt nur die Wasserwaage und wir müssen ja die ganze Länge ausgleichen. Ne? Ja. Machen wir das jetzt mit derselben Folie? Ja, wir haben ja noch die Restbetonbahn, die in 1 Meter, den ich da zur Seite gelegt habe. Da schneiden wir uns jetzt nochmal ein paar kleine Streifen raus, so 10 auf 10. Ja. Das unterfüttern wir erstmal ganz hinten und dann unterfüttern wir das Ganze auf jeden halben Meter. Mhm. So dass das nicht durchhängt, so dass das aufliegt alle halbe Meter oder ein Meter. Jetzt sind wir hier ein bisschen mit den Handwerker beim Arbeiten. Und dann hast du es mit einer Hand, weißt du, drückst du runter, hältst du gleichzeitig fest, dass er nicht abhauen kann. Ja. Und dann kannst du dementsprechend schon. Aber das Werkzeug muss man erstmal haben. Ich glaube, das haben die wenigsten. Das hat man sich über die Jahre alles nachgeholt. Ne? Oh, guck mal, wir sind schon fast perfekt. Wir brauchen nur noch eine Pappe und dann sind wir schon eigentlich. Dann brauchen wir gar nicht so viel. Dann sind wir inshallah. So, dann gucken wir nochmal hier auf die Wasserwaage. Die sagt, alles in Load. Arsch rein. Alles, Spalter noch mal. Alles in Waage. Dass man das sieht nochmal. Hier haben wir jetzt unterfüttert. Das sind jetzt von diesen Dachpappen. 1, 2, 3, 4 Stück. Ja, nee, 3, doch 4 Stück. So dass wir auf, ja genau, sodass wir auf 8 mm kommen. Hier ist jetzt noch ein bisschen Luftschicht. Die füllen wir noch so ein bisschen auf. So dass wir das Ganze unterbunden haben mit der Luft. Und dann ist auch der Alex zufrieden. Sehr nice. Sehr schön. Ein bisschen zu dir noch rüberschieben. So, ja, das ist schon zu weit. Ein bisschen zurück noch. Ja. So. Kannst du mal sehen, wenn irgendwo eine Welle entsteht, kann man es im Rücken. Sieht gut aus. Mittig. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wie können wir das so kaufen, ne? Kann man kaufen. Oh, Maschallah, das ist doch trotzdem gut, ja. Ja, nice. So sieht's aus. Dann jetzt müssen wir jetzt den nochmal einmal hochhieven. Gut, Kamera aus, weil ich brauche 2 Hände dafür. Ja, ich auch. Geiles Werkzeug. So, jetzt will ich aber auch mal gucken. Oh, du, sieht sehr gut aus. Auf jeden Fall gerade.
Achso, brauchen wir nachher nochmal einen Winkel? Ja, ne? Damit die Balken auch im Winkel auf oben drauf liegen. Also die Endbalken geht ja. Aber die dazwischen, da müsste man ja irgendwie den Winkel messen, oder nicht? Dass die quasi nicht so liegen, sondern wirklich gerade liegen. Ja, und deshalb werden wir ja gleich den vorderen und den hinteren einmal so weit ausrichten, festmachen. Ja. Von da aus werden wir uns dann gleich alles zumessen. Achso, dann mit, okay. Und wenn du ein genaues Maß hast, ist es immer noch besser. Ja, dann brauchst du auch keinen Winkel. Ja. Erstmal ist jetzt wichtig, dann, dass wir die erstmal festmachen. Dann hole ich die Bohrmaschine. Bohrmaschine, Schrauben, Dübel. Und Winkel und los geht's. Gut, alles klar. Bis gleich. Wir haben jetzt hier so eine Winkel. Die sind 105 mal 105. Die werden jetzt hier so drangelegt. Einmal in Holz direkt reingeschraubt. Hier müssen wir dann 3-4 Löcher bohren im Beton mit Dübel. Und dann kommen da auch nochmal Schrauben rein. Und pro Seite, pro Balkenlage kommt ein Halter. Also man braucht nicht von beiden Seiten, sondern nur von einer Seite immer ein Halter ran. Und das reicht dann vollkommen aus. Roman hat jetzt hier in die Ecke so eine Schraube reingejagt. Jetzt wurde hier diese Schnur gespannt. Das ist das, was wir vorhin gesagt hatten. Dann ist jetzt hier nochmal eine Schraube reingejagt worden. Schön machst du das. Ja, ne? Das ist ein Seemannsknoten. Ja. Ist das ein Brosalco? Achso, ja. Gut damit ziehen. Das ist voll in die Kamera. Ja, komm, das geht besser. Digga. Aber da kann man wirklich noch mal ein bisschen doller spannen. Ja, ich bin noch dabei, Mann! Ja. Also, wir haben jetzt alle den vorderen Balken und den hinteren Balken einmal aufs Maß ausgerichtet, festgemacht, sodass er nirgendwo abhauen kann. Dann haben wir uns jetzt eine Schnur gespannt. Die Schnur dient uns dazu da als Hilfsmittel, dass wir die Balken leichter aufs Maß bringen können. Also nicht dementsprechend messen, sondern dass wir das Ganze dann, wenn wir den Balken hochgehievt haben, dass wir uns das nicht hinmessen müssen immer von der Wand, wie viel wir brauchen, sondern haben jetzt genaues Maß von dem ersten Balken zum zweiten Balken, sodass wir das nur noch hinschieben müssen und verankern müssen. Sag mal nochmal, wie perfekt gerade der ist, der eine. Ja. Der sieht nice aus, ne? Der sieht so. Den verbauen wir auf jeden normal, Fall. Mensch. Wollen wir den einen direkt aussortieren hier oder was? Soll er weg, damit er nicht stört? So, was ist jetzt hier los? Der eine ist jetzt befestigt, ne? Also wir haben gerade einmal die Abstände ausgemessen zwischen den Balken. Wir sind auf 93 cm gekommen, ne? 82,8. So. Zwischen den Balken sozusagen immer. Das haben wir gerade hier mit unserer richtig geilen Pythagoras-Rechnung hier einmal ausgerechnet. Roman ist jetzt schon dabei, die nächsten Balken einmal hier zuzuschneiden. Er ist gerade dabei, hier die nächsten Balken zu befestigen. Und ich laufe hier mit einer Kamera rum und gucke euch zu. Ja. Nein, ich hatte eine ehrenvolle Aufgabe. Ich habe hier schon mal diese Bitumen-Dinger zugeschnitten. So, wir hatten hier gerade eine kleine wilde Diskussion. Und zwar haben wir uns irgendwie vermessen mit unserer geilen Theorie hier. Hat es nicht ganz geklappt. Wir hatten hier 82,8 cm Abstand zwischen den Balken. So, das haben wir alles angezeichnet, hat hingehauen mit den Abständen. Wir haben aber nicht gemerkt, dass wir dann einen Balken zu wenig hatten. Und jetzt haben wir das nochmal neu ausgerechnet und müssen alle Balken jetzt einmal nach darüber schieben, so dass am Ende nochmal ein Balken zwischenpasst. Eine Stunde später. Wir müssen uns outen, dass wir ein bisschen dumm sind. Ja. Also, beim ersten Mal hatten wir unsere Rechnung gemacht, da war ein Balken zu wenig drauf. Jetzt haben wir alles nochmal umgerechnet und jetzt haben wir irgendwie einen Balken zu viel. Ich hätte eigentlich 11 Balken haben müssen. Am Anfang hatten wir 10, jetzt sind wir bei 12 rausgekommen. Zum Glück haben wir auch 12 da. Zum Glück haben wir 12 Balken da. Das eins, genau, da haben wir den schon aussortiert, der war ein bisschen krumm. Deswegen haben wir eigentlich gesagt, dass wir den nicht verbauen, aber jetzt müssen wir den doch verbauen. Der kommt allerdings hier auf die U-Schale drauf als letztes. Das heißt, wir müssen den wieder abschrauben. Der wird dann versetzt, eine Reihe nach vorne. Und den müssen wir dann dahin schrauben, aber nicht in dieser Position, sondern flach. Weil, wo ist meine geile Skizze? Ich habe nämlich ein Gefälle berechnet mit 15 cm Unterschied. Der erste Balken, der da, der sollte 15. Das erkläre ich euch später noch etwas besser.
Das heißt, wir werden den nicht hochkant hinlegen, sondern auf die flache oder auf die längere Seite hinlegen. Und dann habe ich mein Gefälle eingehalten. Yeah. Ja. So, let's go. Jetzt darfst du bohren. Nach dieser Eskapade haben wir entschieden abzubrechen und lieber mit klarem Kopf am nächsten Tag weiterzumachen. Ja, gestern habe ich nicht mehr viel gefilmt, da haben wir plötzlich aufgehört. Wir hatten echt keinen Bock mehr. Der eine Balken hier, der letzte, der hat uns echt fertig gemacht. Der ist schief und krumm, der geht nicht gerade, sondern der ist quasi in sich verdreht. Wir haben den versucht mit langen Schrauben zu richten. Also wir haben da hinten eine Schraube reingejagt, hier vorne eine Schraube reingejagt und haben versucht, den so ein bisschen auszurichten, hat aber nicht geklappt. Die Dübel sind immer rausgerissen, weil der Balken halt zu heftig verdreht ist. Und ja, da haben wir locker eine Stunde mit vergeudet. Ich hätte das eigentlich lieber lassen sollen und diese Seite hier befestigen sollen. Wir haben die ganzen Balken auf dieser Seite jetzt befestigt. Da sieht man auch schon die ganzen Halter. Und auf der Seite haben wir das noch nicht gemacht. Das will ich heute jetzt nochmal machen. Den lasse ich heute erstmal weg. Da werde ich mir erstmal einen neuen Balken besorgen und den dann befestigen. Balken sind jetzt alle befestigt und auch alle in Waage. Hier der Balken fehlt noch, den kaufe ich morgen. Jetzt muss ich als nächstes die Gefällebalken auf diese fetten Balken hier montieren. Das sind ja hier 12x18er und ich habe jetzt nochmal unterschiedliche Größen gekauft, die auf diese Balken drauf kommen. Jetzt habe ich hier nochmal eine Skizze gemacht, welche Gefällekeile ich auf welche Balken draufschrauben muss. Hier haben wir unseren 18er Balken, das ist sozusagen der erste vorne beim Tor. Und da muss ich einen 10x10 Balken draufschrauben und dann nochmal 5 cm, so dass wir insgesamt da 15 cm kommen. Dann haben wir hier als nächstes 5,4, also 5,5 sagen wir mal, plus 8 cm kommen wir dann nachher auf 13,4. Dann haben wir hier nochmal 2 Sechser, kommen wir auf 12 und so weiter und so fort. Einiges von dem Material habe ich schon hier, einiges wird morgen erst angeliefert. Deswegen werde ich jetzt nicht ganz vorne anfangen, sondern zum Beispiel hier mit dem 9x9er. Das sind jetzt meine Gefällekeile 9x9, die kommen auf dem Balken 7 drauf, das ist der hier. Ich bohre hier ein paar Löcher vor. Danach werden diese Schrauben da durchgejagt und oben quasi festgeschraubt. Da das Video mal wieder viel zu lang geworden wäre, gibt es den Rest im nächsten Video zu sehen. Abonniert den Kanal, um die Fortsetzung nicht zu verpassen. Ah, und vergesst nicht, das Video zu liken.